Okay, da würde ich jetzt ganz gerne einmal den Flug machen, hinten Richtung Felsen. Und dann von da aus runter zur Insel. Ich habe ja gesagt, dass das auf jeden Fall noch mein großes Ziel ist, diese komische Insel zu erreichen, von der so viel gesprochen wird, vor der ich auch schon mal gewarnt wurde. Dementsprechend habe ich hohe Erwartungen, was auch immer uns da erwarten mag. Oh, ist das cool. Okay, ein Wasserbecken und ein Krog. Oh, das ist echt immer das Gleiche mit diesen kleinen Kindern, Mensch. Ja, und apropos kleine Kinder, ne, die Kokiri werden wir dann auch in Ocarina of Time richtig kennenlernen. Hey, entdeckt hast du mich. Ganz gut im Suchen du sein. Und du von Yoda gelernt hast. So. Hier drunter war der Hinox. Den haben wir, glaube ich, schon mal den Popo versohlt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine schon. Wo sind wir geflüchtet damals? Ich weiß es nicht, ne? Das ist jetzt echt schon lange her. Wahrscheinlich eher geflüchtet. Ja, okay. Jetzt haben wir da wieder so eine große Pfütze. Hallo, Skelettbockblins. Gerade habe ich keinen Lust auf euch. Danke. Sucht euch einen anderen zum Spielen. Boah, es ist so brutal. Dieses Blitzschwert, das ist so brutal. Mann. Ich mag wirklich keine Flederbeißer, keine Frage, aber die so wegzuschocken, kommt mir echt ein bisschen grausam vor. ...20 Leben. Ist echt krass, oder? Ach ja, im Master-Modus würde sich jetzt seine Lebensenergie regenerieren. Ja. Ja, ich sage ja, die Prüfung des Schwertes. Also ich schmeiß mich weg. Es wird so grausam. Das macht keinen Sinn, wie das gehen soll. Das ist leicht, vielleicht noch, aber ab dann wird's, ich schätze mal, unmöglich. Da ist ein Krog. Da ist ein Krog. Einfach so ein Krog. Ohne zu fragen, einfach so ein Krog. Auf dem Stein, wie macht er das denn? Wie macht er das? Auf dem Stein. Hey, du hast mich entdeckt. Man nennt mich auch Steini. Ich kann auf Stein schwimmen. Was ist denn los mit dir? Alle total komisch, die Krogs. Ich sag's euch. Okay, die haben wir schon mal besiegt, richtig. Die Kiste müsste weg sein. Hey, yo. Hallo. Hallo. Und tschüss. Boah, Mann mit dem Drachen. Oh, ist das alles cool. Okay. Hoch, hinauf, hinauf auf den Hügel. Hoch, hinaus. Hinaus? Hinauf. Sag ich nicht hinaus hier. Was ist denn los? Jetzt habe ich knapp, ja, 4, 5 Wochen gar keinen Breath of the Wild mehr gespielt. Und jetzt habe ich in 4 Tagen, ja, fast 10 Stunden gespielt. Schon verrückt. Okay, der gute Tempel auf dem guten Berg, auf dem wir vor einer guten Zeit eine gute Zeit verbracht haben. Okay. So. Und da ist die Insel, zu der wir wollen. Natürlich jetzt strömender Regen, wie soll es auch anders sein? Na, muss ja sein, damit wir gar keine schöne Aussicht haben, war ja klar.
Na gut, fällt es auch nicht schwer, dahin zu fliegen. Ob wir bis da kommen, ich habe da so meine ganz starken Zweifel. Link, nicht nachgeben. Kommen wir überhaupt vorwärts? Ja? Ja, es sieht gut aus. Bis auf den Nebel, der uns total die Sicht versperrt und es wie ein hoffnungsloses Nichts aussehen lässt. Ist ja riesig, die Insel. Oh, ist die schön. Was ist das denn? Okay, da ist schon mal ein Schrein. Jodwerde. Was ist denn das hier? Nein! Wehe. Das ist ein Scherz. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, hätte ja klappen können, ne? Link. Mach keinen Quatsch. Uiuiui. Wer auf dieser Prüfung weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Joa. Leg ab dein Werkzeug. Stell dich hier der Prüfung mit der Kraft, die ruht in dir. Es? Was? Was? Um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du 3 Altäre Juwelen darbringen. Bist du siegreich, so findet hier dein Werkzeug den Weg zurück zu dir. Ich liebe Reime, Leute. Ich liebe Reime. Cool. Prüfung in der Wildnis. Was ist denn hier los? Hä? Ich habe keine Waffe. Okay. Na gut, das ist jetzt so eine Sache, ne? Link, hör mal, du bist nackt. Hahaha, ihr Idioten. Okay. Junge! Du hast doch keine Sprengfässer! Wow! Boah, Junge! Was ist los mit dir? Hör auf damit! Was ist das denn für einer? Was ist schief mit dem? Grillwild. Es ist ein bisschen wie die Master, wie die Prüfung des Schwertes. Lass die! Lass das Bombenfass liegen! Alter Schwede, was ist los mit dem? Junge, 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 Junge.
Habe ich denn noch meine Waffen? Nö. Danke. Danke, Spiel. Es sieht mal wieder ganz stark hier nach einem Krog aus. Das ist ein Hinox. Der hat die Kugel! Der Mistkerl. Wie? Jetzt habe ich nur eine Fackel oder was? Siege den Hinox mit einer Fackel. Gut, das ist jetzt so eine Sache, ne? Toll. Soll ich den besiegen? Soll ich mit Steinen bewerfen oder was? Mach Schaden, mach's schon mal, ne? Dankeschön. Habe ich denn Urbosas Fähigkeit noch? Jo. Jo! Boah! Cheat-Modus aktiviert. Okay, kann man mal machen. Keine Pfeile. Oh! Okay, der hat gesessen. Ich fühle mich ein bisschen unfair behandelt, weil manche Bomben ihn nicht treffen, obwohl sie ihn treffen müssten. Okay, Hinox tot. Hui. Joa, war ganz nett, ne? Okay, damit haben wir die erste Kugel. Na gut. Glaubt, das wird eine langwierige Angelegenheit hier. Naja, warum nicht? Ey, boah, ist das gemein. Nee, ohne mich. Nummer 1! Way. Fehlen ja nur noch 10 andere oder so. Okay, das hätten wir geschafft. Ja. So. Okay. Dann bräuchte ich mal die nächste Kugel, bitte. Wo immer die ist.
Ein Soldaten zwei Hände, okay. Kann man schon mal mit arbeiten. Eine Holzfällaxt, ja. Falsche Waffe! Toll, hat gut funktioniert. Genauso sollte das laufen. Soldatenbogen, okay. Wow! Boah, ist das gemein. Nein! Oh! Wie doof. Ich überlege gerade, wie wir das jetzt am besten anstellen. Wohin muss die Kugel überhaupt? Muss die Kugel wirklich hinten dahin, wo ich gerade denke, wo sie hin muss? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt da unten zum Strand bringen. Hallo? Macht das Sinn? Nicht so richtig, oder? Oder es ist egal, welche Kugel wohin kommt. Hauptsache Kugel. Liebe Octorox, hört mal. Ihr geht mir echt oft auf den Keks, aber bitte jetzt wirklich nicht. Lassen gehen. Wieso das denn gehen? Wie komme ich da nicht rüber? Ne, ernsthaft, ihr seid so doof. Hochdrücken. Okay. Genau das war geplant. Genau das war scheiße. Tschö. Toll. Ich habe so meine Zweifel an dieser Idee, die da hatten scheinbar, wie man da hinten rankommen soll. Das war genau das, was passieren sollte. Hm. Nein! Oh, stopp! Und zurück. Okay. Okay, stopp! Link! Geh da drauf! Ah, nee.
Oh, Link! Hey! Oh! Falsche Kugel. Oh! Oh! Puh! Was ist das für ein Quatsch, Mensch? Der Hinox war ja ein Witz. Okay, es waren jetzt zwei, ja, Kokolith-Plateau und vielleicht noch da hinten als Absacker hinterher. Die Jäger werden... Au! Boah, Junge! Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich würde mal vermuten, dass wir jetzt echt nach oben müssen. Aber da ich da gerade das Lagerfeuer sehe, würde ich die Initiative ergreifen und einfach mal sagen, tschüss. Bis morgen. Ja, ich denke mal, wenn man den Schwertmodus nicht gespielt hat und dann das hier spielt, ist das ziemlich schockierend. Aber es ist jetzt an sich halt nichts Neues. Das müssen wir wieder hochkommen. Ja, hier war mein Hinox. Okay, es gibt keinen richtigen Weg hoch, auch gut. Haben wir hier? Eine Soldatenlanze, ja. Hallo? Okay. Schon geil, ne? Ich bin das Fass. Hallo, Großer. Mein Fuß. Wie machen wir das denn jetzt? Gut, dass es nicht explodiert ist, ne? Wir waren eh zu nah dran. Oh, ist nicht so gut. Oh. So. Dann haben wir noch eine kleine Rechnung offen hier. Der Kopf ist zu groß für das kleine Schild. Tschüss. Kann man ja mal machen.
Ach ja, hier extra, damit man das nicht so leicht lösen kann, einfach durchläuft, ne? Ey! Link, was ist los mit dir? Was? Okay. Ich meine natürlich, genau wie geplant. Drei von drei vielleicht? Ich weiß es nicht. Way! Okay, damit müssten wir, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, kenne ich die Standorte aller restlichen Tempel. Da. Der Sieg ist dir hold mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Wohl anreisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Belliger. Prüfung in der Wildnis geschafft. Schon geil. War denn das hier hinten noch? Da müssen wir auch noch mal hin. Wo war es? Da unten. Kugushide-Schrein. Sieht sehr interessant aus. Wenn das jetzt nicht hier von wegen, du hast die Prüfung gemeistert, den Schrein zu erreichen. Wenn das jetzt ein bisschen mehr vom Umfang her ist, dann esse ich einen Keks. Ein Besen oder so. Okay, ab dafür. Aber cool. Gute Idee mal wieder. Ich sage ja, es ist Wahnsinn, wie viel Arbeit die sich da gegeben haben. Ja, wusste ich's doch. Ich liebe die Stiefel, weil die so gut passen. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Kugushide. Du hast die Prüfung bestanden. Und? Ja, ist okay. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen und die wohl größte Herausforderung außerhalb des, ja, Krog-Waldes zu erledigen und, ne, Zeichen der Bewährung, bitteschön. Zeichen der Bewährung 4. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja. Meine Herzen sprechen dafür. Wahnsinn. Aber dass ich in Twilight Princess damals gar nicht... 116, noch 4 Schreine. 1, 2, 3... Moment, jetzt habe ich einen zu wenig. Unten an der Küste mit denen. Dann ist da noch eine. Einer ist noch in Kakariko. Fehlt ein Schrein. Kakariko, die Kugel, aktiviert auf jeden Fall noch einen Schrein, die bei Impa ist. Dann ist, ich verrat's mal, in Schloss Hyrule noch einer, das ist 2. 3 ist dann hier unten am Strand der mit Hannibal. Aber wo ist 4? Es fehlt ein Schrein. Bis? Zu denn her? Hi. Sag mir, was führt dich hierher? Ja, geklettert.
Das war sicher nicht einfach. Du scheinst hochgelegene Orte zu mögen, wie ich. Man kann den Wind sehr schön hören. Ich will frei sein, ohne Einschränkungen, frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du nicht auch gern wie der Wind? Ja, Wind sein wäre echt toll. Ich habe das Gefühl, wir können gut Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Hylianer. Dein Flügel sieht ganz anders aus als unserer. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du von mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? Was meinst du denn? Der Wind weht mal schnell und mal langsam, aber er bewegt sich immer frei. Und ich denke, der beste Weg, eins mit ihm zu werden, ist, seine Bewegung nachzuahmen. Dafür habe ich mir eine Übung einfallen lassen, bei der man Ringe in der Luft durchfliegt. Ah. Es geht darum, so viele Ringe wie nur möglich zu durchfliegen. Es ist eine Erfahrung, die du niemals vergessen möchtest. Willst du es versuchen? Ja. Dein Interesse freut mich. 20 Rubine. Ja, bitte. Dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Oh nein. Oh, das Galoppieren, das war mit dem Pony, das war so schlimm. Ah. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber jetzt kannst du endlich losfliegen. Meine Empfehlung wäre, diese Strecke dort fliege geschwind wie der Wind. Es liegt an dir, welchen Weg du nimmst. Der Wind wird dich willkommen heißen. Die Musik ist so geil! Was ist das für eine geile Musik, Leute? Der Aufwind. Okay, das ist aber gefährlich hier, ne? Nein. Noch tiefer. Eine Ausdauer. Einer. Das heißt fallen lassen, man muss sich da fallen lassen. Ah. 27, erstaunlich. Wer den Wind im Herzen trägt, lässt nie die Flügel hängen. Hier, für dich. Und, nochmal? Ja, komm, wir machen das jetzt. Das war ja mein Fehler, ne? Ich muss mich da oben fallen lassen. Das ist die Technik. Nicht nach, ne? Unten, ne? Ihr wisst schon. Ist ja voll viele Wege, sehe ich gerade. Nur alles auf die Ausdauer, ne? Also wenn man mehr Ausdauer hat, oder jetzt Flug was essen würde. Mal was hätte. Nun denn, dann sammle ich meinen flugunfähigen Freund mal ein. Wie süß. Also mehr schaffen wir erstmal nicht mit der Ausdauer, denke ich mal. Es war jetzt nicht so schlecht, aber mehr geht halt nicht. Schade. Der ist so süß, ich liebe die. Unglaublich, 33 Ringe, das schaffe nicht mal Orni.
Du bist wirklich eins mit dem Wind geworden. Dafür sollst du das hier erhalten. Und? Nochmal? Nee, erstmal nicht. Das mag besser sein. Du bist wie das edle Huhn. Des Fliegens fähig und doch auf dem Boden zu Hause. Ich kümmere mich ums Aufräumen. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Oh, total süß. Wie das Huhn. Was ist das denn hier? Da ist eine Kiste. Zum Fische fangen oder was? Naja. Kein Krog, nix. Okay. Lass dich mal überlegen. Wir werden beim nächsten Mal. Was ist denn hier Markierung? Aber da immer das Leuchten nachts ist. Jetzt überlege ich aber wirklich. Wo ist denn dieser Schrein? Pateno? Ach Quatsch. Kakariko? An der Küste hier unten mit den Wächtern? Schloss Hyrule? Und 3. Fehlt noch einer. Vielleicht sind wir in Schloss Hyrule 2. Keine Ahnung. Na gut. Beim nächsten Mal werden wir uns erst um die Wächterfotos kümmern und dann mal schauen. Ne? Wir haben, wie gesagt, in Kakariko auch noch die Aufgabe. Aber all das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben theoretisch gesehen jetzt die Welt an sich, ihr seht es ja hier nochmal, einmal erkundet. Wir waren überall irgendwie einmal. So in etwa. Hier kaum. So hier in dem Bereich. Da könnte auch Gunnar Tempel sein hier irgendwo. Ansonsten keine Ahnung. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.